Hallo, hier geht es jetzt weiter mit Teil 4 der 6. Folge Ick Glotz TV und zwar mit den Buchstaben M bis Z. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Teil 4 von Ick Glotz TV und wir machen auch gleich weiter mit dem Buchstaben M und zwar mit der RTL-Serie Mantis. Und diese Serie handelte von einem farbigen Wissenschaftler, der im Rollstuhl saß und er war an der Entwicklung eines Exoskeletts beteiligt und hat das auch erfolgreich an sich selbst ausprobiert, denn sein Ziel war es, mit diesem Exoskelett wieder gehen zu können. Jedoch war diese Entwicklung so gut, dass er dadurch übermenschliche Kräfte bekam. Er konnte nicht nur laufen, sondern hatte auch wirklich übermenschliche Kräfte. Er hatte dann auch, damit man ihn nicht erkennen konnte, einen Helm aufgesetzt und der war sehr futuristisch gestaltet, so dass er halt aussah wie eine Gottesanbeterin, deswegen halt auch der Titel Mantis und das war eine Serie, die hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man Superhelden mochte, war das nicht schlecht. Es war jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Batman oder irgendwas anderem, was man sonst so kannte, aber war ganz nett und sehr unterhaltsam. Und ich glaube, diese Serie war sehr kurzlebig. Das heißt, so viele Folgen gab es davon nicht. Aber ich fand sie damals sehr gut. Dann kommen wir zu einer Anwaltsserie, die im ZDF lief, und zwar Matlock. Matlock war ein Rechtsanwalt alter Schule und in jeder Folge war man halt dabei, wie Matlock einen Mandanten vor Gericht verteidigt hat und das war sehr interessant mit anzusehen und typische amerikanische Rechtsanwaltsserie, war sehr unterhaltsam. Super, habe ich gern gesehen. Eine Vorabendserie in der ARD war die Abenteuerserie Matt und Jenny. Diese kanadische Serie erzählte von den beiden Waisenkindern Matt und Jenny, wie die Serie schon sagt. Und sie waren auf der Suche nach ihrem Onkel in Kanada. Und dabei haben ihnen ein Trapper begleitet und ein welterfahrener Reisender, also zwei Männer, waren den beiden behilflich auf ihrer Reise durch Kanada auf der Suche nach ihrem Onkel. Und das war sehr abenteuerlastig und man traf auf Indianer und böse Buben, die den beiden ihr letztes Hab und Gut nehmen wollten. Also da war sehr viel Spannung dabei und das hat man gern gesehen. Supi. Eine Comedy-Serie auf Sat.1 hieß Männerwirtschaft und diese Serie basierte auf dem Film mit Jack Lemmon und Walter Matthau, ein seltsames Paar. Nur, dass hier in der Serie nicht diese beiden Schauspieler zu sehen waren, sondern Jack Klugman und Tony Randall als Oscar und Felix. Und es ging letztendlich um eine Zweck-WG zweier Männer. Der eine war überordentlich und penibel und liebte Sauberkeit, während der andere halt mehr so ein Schlendrian war, lange schlief und unordentlich war, alles liegen ließ. Und das barg halt natürlich viele Punkte, Reibungspunkte und da gab es viel Streit und viel Diskussion. Also die beiden waren wirklich wie ein streitendes Ehepaar und das war sehr lustig und habe ich gern gesehen. Ja, und als Science-Fiction-liebender Mensch habe ich natürlich auch gern gesehen im ZDF die Science-Fiction-Serie Mondbasis Alpha 1. Hier ging es darum, dass durch eine Atomexplosion der Mond der Erde aus seiner Umlaufbahn geriet und sich von der Erde entfernte und quasi als Flugkörper somit seine Reise durch das Weltall begann. Und man fand jetzt keine Möglichkeit, den Mond zu stoppen. Und somit war dann die auf dem Mond eingerichtete Mondbasis dazu verdammt, jetzt mit dem Mond zusammen
durch das All zu reisen. Und ja, das barg natürlich, ähnlich wie beim Raumschiff Enterprise, viele Abenteuer. Man stieß dann auch auf Außerirdische und andere Lebensformen. Und das war spannend gemacht. Es war eine englische Science-Fiction-Serie, die sich so ein bisschen von den amerikanischen Macharten unterschied. Aber da war auch sehr viel Action dabei. Es gab auch einige prominente Gastauftritte. Zum Beispiel war da Christopher Lee zu sehen, den man sonst als Dracula kannte. Und ja, also ich fand diese Serie super. Und apropos außerirdisch, im ZDF lief im Nachmittagsprogramm die Serie Morg vom Org. In der Titelrolle war hier Robin Williams zu sehen, erstmalig in einer Serie. Und ja, er spielte den außerirdischen Morg, der vom Planeten Org kam, um auf der Erde Erkundigungen einzuziehen, wie hier das Leben auf der Erde so ist. Sein großer Anführer auf Org, Orson, hat ihn angewiesen, ihm täglich Bericht zu erstatten, was man so auf der Erde denn so treibt. Und ja, gleich bei seiner Ankunft auf der Erde stößt er auf die junge Frau Mindy und zieht bei ihr ein und wird ihr Mitbewohner und erlebt da so einige verrückte Sachen. Und er selber ist auch ein aufgedrehter junger Mann und macht auch die abgefahrensten Sachen. Er sitzt zum Beispiel mit dem Kopf auf der Couch und mit den Füßen nach oben. Und ja, also es ist, sind sehr lustige Situationen und sie war sehr, sehr lustig. Und die war einfach klasse, diese Serie. Eine weitere klassische Serie auf Sat.1 war noch anfänglich in Schwarz-Weiß zu sehen, und zwar die Serie Mr. Ed. Mr. Ed handelte von einem sprechenden Pferd, das zusammen mit seinem Besitzer Wilbur viele Abenteuer erlebt. Allerdings beschränken sich diese Abenteuer eher auf den Stall von Mr. Ed, weil Mr. Ed war jetzt sehr selten außerhalb seines Stalls zu sehen. Es ging auch darum, dass Wilbur natürlich verhindern musste, dass die Außenwelt mitkriegte, dass sein Pferd sprechen konnte. Und ja, das gab sehr, sehr kuriose Situationen und Verwicklungen. Und ja, das war eine sehr witzige, klassische Serie. Was bei uns in den 80er Jahren als Musiksendung Formel 1 war, war in den 70er Jahren die Musiksendung Musikladen. Hier wurde sie moderiert von Manfred Sexhauer. Ja, und auch hier traten viele internationale Stars auf. Und ja, bekannt für die 70er Jahre war die Begleitung von Musikacts von Go-Go Girls, die halt quasi neben der Tanzfläche tanzten und auch die Zuschauer zum Tanzen animierten. Diese Sendung Musikladen war so ausgelegt, als wenn man halt in einem sogenannten Beat-Schuppen wäre und halt dort die Musik live hören würde. Und wie gesagt, mit den Go-Go-Girls an der Seite, die teilweise sehr leicht bekleidet waren oder vielleicht sogar gar nicht. Und ja, das war halt hauptsächlich mit Musik der 70er Jahre gespickt und ja, das hat man sich als Kind angeschaut, aber man hatte zu der Musik noch nicht so den direkten Zugang, aber man hat sich das trotzdem gerne angeschaut. Im Bereich Film habe ich mir gerne die Klassiker von Miss Marple angeschaut, mit Margaret Rutherford in ihrer Paraderolle als Miss Marple. Zusammen mit ihrem besten Freund Mr. Stringer ist sie dabei, Abenteuer zu erleben. In 4 Filmen ist sie genau aufgetreten und die hat man sich natürlich alle angeschaut und auch jede Wiederholung, die kam, hat man gesehen, denn diese alte Dame war echt cool drauf und wir haben sie geliebt dafür. Im ARD-Vorabendprogramm hatte ich in den 70er Jahren gern die Serie gesehen Notarztwagen 7. Diese Serie brachte einen so die Verhalten und das erste Hilfewesen sozusagen nahe. Es wurden Situationen gezeigt, Unfälle auf Baustellen oder Verkehrsunfälle und so. Und daraufhin wurde natürlich der Notarztwagen gerufen. Das war in diesem Fall dann halt Notarztwagen 7. Und dann wurde halt gezeigt, wie erste Hilfe geleistet wurde und wie die Verletzten abtransportiert wurden. Und das sollte einem, wie gesagt,
den Beruf eines Notarztwagensanitäters näher bringen und halt auch ein bisschen mehr Verständnis dafür aufbringen und auch, dass man halt Erste Hilfe lernen sollte. Und das war natürlich mir als Kind überhaupt gar nicht bewusst. Ich habe das halt nur gesehen und habe da verletzte Menschen gesehen, denen halt weitergeholfen wird mit einem Rettungswagen. Und das war sehr spannend anzusehen und ich war sehr, sehr angetan von dieser Serie. Eine Unterhaltungssendung aus dem ZDF mit Thomas Gottschalk habe ich gern gesehen, und zwar die Sendung Na sowas. In der Sendung hatte Thomas Gottschalk Gäste bei sich eingeladen, die halt besondere Sachen gemacht haben oder konnten, und einige prominente Talkgäste waren auch dabei, und ja, das war eine sehr unterhaltsame Sendung, die recht lange lief und ja, ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt, wo Thomas Gottschalk dann Wetten, dass übernommen hat. Aber bis dahin, wie gesagt, eine super Sendung. Im selben Showsegment tauchte dann auch Günther Jauch auf, der dann auch seine eigene Sendung mit dem Titel Na siehste bekam. Auch hier ging es um Talkgäste, die hier befragt wurden und auch Außenschaltungen und so. Also hier hatte Günther Jauch seine erste Sendung, in der er halt schon mit den ersten Prominenten und Talkgästen so ins Gespräch kam. Eine sehr kultige Comedy-Sendung aus der ARD war Nonstop Nonsense mit Dieter Hallervorden in seiner Paraderolle als verrückter Didi. Und hier war natürlich in jeder Sendung Didi in anderen Situationen zu sehen, als Friseur, als Taxifahrer oder ja, weiß ich nicht was. Also es gab sehr, sehr viele verschiedene Situationen, in die Didi hier gebracht wurde und in denen er zu sehen war, die sehr klamaukig waren, die sehr Slapstick-mäßig angelegt waren, und darüber haben wir uns beömmelt. Und dazwischen wurden halt immer kleine gespielte Sketche noch gezeigt, und da ist natürlich der Oberklassiker schlechthin der Sketch im vermeintlichen Gefängnis, wo er als Gefängnisinsasse vor Langeweile nicht weiß, was er tun soll, und mit seinem Zellengenossen beschließt, Kaufmannsland zu spielen. Und da dann natürlich die berühmten Worte Palim Palim geboren wurden. Es war einfach klasse. In den 80ern gab es dann im ZDF auch eine Serie, die nicht jedem so bekannt sein dürfte, und zwar die Serie O'Hara. In dieser Serie spielte Pat Morita die Hauptrolle als Lieutenant O'Hara, und Pat Morita war uns sozusagen schon bekannt als Mr. Miyagi aus der Verfilmung Karate Kid. Dort war er der Meister, der halt dem Jungen das Karate beibrachte, und hier bekam er quasi seine eigene Serie, allerdings als Polizeilieutenant, und hier brachte er auch seine asiatischen Weisheiten in seine Fälle mit ein. Es gab auch Situationen, wo er ein bisschen Karate machen durfte, und das hatte man, glaube ich, von diesem Schauspieler auch erwartet, dass er auch mal Karate anwendet, und das war sehr spannend und wie gesagt auch teilweise recht actionreich. Und wir switchen nochmal ins Genre Anwaltsserien, und hier war in den 70er Jahren im ZDF zu sehen die Anwaltsserie Petrocelli. Diese Serie fand ich einfach klasse, weil die war auch ein bisschen anders als andere Serien, zumal man sonst mitbekommen hat, dass Anwälte halt ja Leute sind, die halt gut verdienen und wunderbar wohnen. Dieser Anwalt war anders. Er war, solange ich denken kann, die ganze Serie über damit beschäftigt, sein eigenes Haus mit eigenen Händen zu bauen. Und solange er das tat, lebte er in einem Wohnwagen zusammen mit seiner Frau. Und die beiden wurden dargestellt von Barry Newman und Susan Howard. Susan Howard war dann später in den 80er Jahren in Dallas zu sehen als Donna Krabs. Aber hier war sie halt die Frau von Petrocelli und war in allem sehr geduldig. Wie gesagt, er baute sein Haus mit eigenen Händen, ohne dass man ihm großartig half. Und nebenbei musste er natürlich noch seine Anwaltspflichten erfüllen. Und das war eine spannende Serie und die habe ich sehr gern geschaut. Eine Polizeiserie aus der ARD, aus dem ARD-Vorabendprogramm, war die bayerische Serie Polizeiinspektion 1.
Was soll man sagen? Man kennt ja Kriminalserien, insbesondere amerikanische Kriminalserien, da geht es auch mal zur Sache. Es werden Verfolgungsjagden angestrengt und böse Buben werden gejagt. Aber in diesem Polizeirevier in Bayern ging alles sehr, sehr gemächlich und genügsam zu. Ich weiß nicht, was einen geritten hat, dass ich das wirklich jedes Mal wieder einzuschalten, aber diese wirklich Urgemütlichkeit allein in diesem Polizeirevier mit anzusehen, war schon sehr, sehr lustig. Und es war, wie gesagt, nicht wirklich vergleichbar mit anderen Krimiserien, aber bayerische Gemütlichkeit in einem Polizeirevier. Mensch, was wollte man mehr? Da hatte ja schon fast unser Protagonist in der nächsten Serie mehr Action in seinem Leben. Und zwar in der ARD-Serie Praxis Bülowbogen mit Günther Fitzmann als Dr. Brockmann. Und er war hier als Arzt im Berliner Kreuzberger Kiez zu sehen. Und da war, wie gesagt, teilweise mehr los als auf dem bayerischen Polizeirevier. Und das war gerade als Berliner sehr, sehr toll mit anzusehen. Und auch hier gab es viele Schauspieler aus der Region, die hier mitgemacht haben. Und als Berliner hat man diese Serie eigentlich sehen müssen. Eine Musiksendung hat man in den 80er Jahren eigentlich immer heiß erwartet. Und zwar, weil sie einmal im Jahr kam, am Ende des Jahres mit den Hits des Jahres, und zwar als große, große Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle. Und es war Peters Popshow, beziehungsweise angefangen hatte sie mit Thomas Gottschalk als Tommys Popshow. Und wie gesagt, wurde dann später fortgesetzt von Peter Illmann, den man aus Formel 1 kannte, als Peters Popshow. Hier waren, wie gesagt, die Stars des vergangenen Jahres zu sehen. Sie sangen ihre Hits des Jahres und dann meist noch ein oder zwei Hits dazu. Insbesondere dann auch einen neuen Hit, den man vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und der dann natürlich danach in die Charts einsteigen sollte. Das war ein Nachtevent. Man blieb extra dafür lange auf. Es ging, glaube ich, um 23 Uhr oder irgendwie so ging es los und es ging bis tief in die Nacht. Es ging 3-4 Stunden lang. Und dort waren alle Stars zu sehen, live auf der Bühne, obwohl live weiß ich jetzt nicht, ob das immer so live war. Ich würde sagen, da war dann doch auch eher das Vollplayback angesagt. Aber das war egal, das war für uns nicht relevant. Wir haben dort unsere Stars gesehen, da so sind aufgetreten deutsche und internationale Stars wie Nena, Depeche Mode, Peter Maffay, Erasure, Duran Duran, alles was Rang und Namen hatte in den 80er Jahren, ist dort live aufgetreten, auf der Bühne zumindest. Und das war super, wie gesagt, man blieb dafür extra wach und man hat es nicht immer geschafft. Man ist irgendwann dann wach geworden, die Sendung war vorbei und man hat sich geärgert. Als dann der Videorekorder im Haushalt war, war das etwas anders und man konnte die Sendung aufnehmen und hat sie sich dann am nächsten Tag angeschaut. Aber es war auf jeden Fall heiß, heiß erwartet und immer sehr kultig. Apropos kultig, im ZDF war die langlebige Serie Rauchende Colts zu sehen. In dieser Western-Serie ging es um das Örtchen Dodge City und hier passierten einige Dinge, wo sich halt viele Ganoven und schräge Vögel niedergelassen haben, sodass dort der Marshal Matt Dillon hingeschickt wurde und zusammen mit seinem Gehilfen Festus dort für Recht und Ordnung sorgte. Und das waren halt immer recht spannende Sachen, die da passiert sind. Halt der übliche Western-Kram, sage ich mal, Schießerei, Klopperei. Und das hat man gern gesehen, zumal diese Serie wirklich unendlich lang war. Sie lief, glaube ich, über 20 Staffeln und da machte es nichts, wenn man mal eine Folge verpasst hätte. Aber man hat sie trotzdem gern gesehen. Und dann kommen wir nun zu einer Serie im ZDF aus dem Sonntag-Frühabend-Programm. Daher kannte man sie zuerst. Später gab sie dann in Sat.1 nochmal. Natürlich die Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. Und was muss man dazu sagen? Ich glaube eigentlich kaum etwas. Man kennt die Abenteuer von Captain Kirk und Mr. Spock
mit ihrer Enterprise im Weltraum und viele Abenteuer warteten dort auf sie 3 Staffeln lang und wir haben alles gesehen, haben uns das mit angeschaut und fanden es toll. Dieser außerirdische Mr. Spock überraschte einen immer wieder mit seiner Logik und seinem Betäubungsgriff. Man fand es einfach super. Aber auch die Deutschen ließen sich nicht lumpen, was Science Fiction betraf. In den 60er Jahren gab es die noch schwarz-weiß Serie Raumpatrouille Orion. Und das war wie gesagt eine auch bis heute sehr kultige Serie mit Dietmar Schönherr in der Hauptrolle als Commander McLean. Hier waren natürlich auch einige deutsche bekannte Schauspieler wie Wolfgang Völz zu sehen. Und es ging um das Raumschiff Orion 7, zumindest am Anfang war es noch das Raumschiff Orion 7. Am Ende der Serie war es dann das Raumschiff Orion 8, weil die Orion 7 leider in einem Einsatz geopfert wurde und explodiert ist. Aber die Mannschaft blieb immer dieselbe und hier wurden natürlich auch spannende Geschichten erzählt von den vermeintlichen Invasoren, den Frogs, die hier die Gegner waren und das war auch spannend. Was mich allerdings etwas gestört hatte, war, man schrie sich in dieser Serie sehr oft an. In Krisensituationen war lag das Nervenkostüm blank und man schrie sich an, was man denn machen solle und willst du hier auf meinem Platz sitzen und so. Also es wurde diskutiert über Befehle, die vom Commander erteilt wurden und das war mal so ganz was anderes, weil Captain Kirk gab Anweisungen und die wurden ausgeführt. Bei Raumschiff Patrouille Orion dachte man, man würde mal kurz drüber reden dürfen. Aber ansonsten war das eine sehr kultige Serie. In den 80er Jahren tauchte dann auch ein junger Mann in einer Serie auf, den man später dann als James Bond kannte. Aber in dieser Serie war er erstmal Privatdetektiv. Privatdetektiv Remington Steele. Er war ein Mann, wie der Name schon sagt, ein Mann mit Stil und hat auch teilweise seine trottligen Momente, aber er war halt immer darauf bedacht, mit seiner Partnerin zusammen die Fälle zu lösen. Letztendlich war sie eigentlich die Hauptakteurin in der Serie. Sie hatte nämlich die Detektei Remington Steele gegründet mit einem männlichen Namen, weil sie der Meinung war, mit weiblichen Detektiven würde man nicht gern zusammenarbeiten. Deswegen erfand sie die Figur des Remington Steele und war sehr verdattert, als dann plötzlich jemand auftauchte mit diesem Namen und ihr dann zur Seite stand in allen Fällen, die auf sie warteten. Und diese Serie war sehr actionlastig und sehr unterhaltsam durch, wie gesagt, die teilweise trottlige Art von Remington Steele. Und natürlich der Schauspieler, der dort zu sehen war, war Pierce Brosnan. Und wir kannten ihn dann natürlich später als James Bond. Im Showbereich tauchte dann in der ARD eine Show auf, die man so in der Form auch noch nicht gesehen hatte. Sie nannte sich Rätselflug und war mit Günther Jauch besetzt, der zusammen mit einem Hubschrauberpiloten unterwegs war, um Rätsel zu lösen, die in einem Studio, ursprünglich einem Kandidatenpaar aufgegeben wurden. Dieses Kandidatenpaar musste dort vorab Rätsel lösen, um dann halt Günther Jauch mit seinem Hubschrauber zu gewissen Punkten und Zielen zu schicken. Und dieser musste dann vor Ort danach suchen, was dort zu finden sei, weil dort waren dann irgendwo die Lösungen zu finden, beziehungsweise dann halt auch die gewisse Schlüssel für gewisse weiterführende Rätsel. Und das war, wie gesagt, in der Form noch nicht zu sehen und scheiterte teilweise auch so ein bisschen an der Technik, weil Günther Jauch war mit einem großen Funksender versehen, den er die ganze Zeit bei sich trug und nicht immer war die Funkabdeckung so gut, sodass man die Verbindung ins Studio halten konnte. Also da war dann oft auch die Funkverbindung abgebrochen und man musste improvisieren und
ja, es gab auch einige kuriose Situationen, wo dann halt Günther Jauch an den Kufen des Hubschraubers hing, ungesichert. Das würde heutzutage gar nicht mehr möglich sein. Und ja, diese Serie war dann auch nicht sonderlich langlebig. Diese Show war auch eine Koproduktion mit dem Schweizer Fernsehen. Dort lief sie etwas länger. Und ja, wie gesagt, eine sehr kuriose Show, die wir bis dahin so in der Form noch nicht gesehen haben. Und beim Thema Kurios muss man an der Stelle erwähnen, die Musiksendung, die im ZDF gezeigt wurde, nämlich Ronnys Popshow. Und hier waren natürlich Musikclips zu sehen, wie man es aus Formel 1 kannte. Allerdings waren hier zwischen den Musikclips kleine Sketche mit einem Affen, mit einem Schimpansen zu sehen. Dieser Schimpanse wurde wiederum synchronisiert von Otto Waalkes. Und das war schon sehr witzig und das führte dazu, dass wir das unbedingt sehen wollten, wie dieser Affe, gesprochen von Otto Waalkes, hier durch die Sendung moderierte. Und ja, diese Sendung war super toll. Ebenfalls als so noch nicht da gewesen, muss man die Sendung Rudis Tagesschau sehen. Und hier war Rudi Carrell in der Rolle des Nachrichtensprechers zu sehen, der fiktive Nachrichten vorlas. Nachrichten, die es so in dieser Form natürlich nicht gab, die witzig waren, und man spielte dazu den Einspieler aus den aktuellen Nachrichten ein, die dann natürlich so zu dem lustigen Text passten, dass es insgesamt ein sehr lustiges Bild ergab. Und das bescherte allerdings Rudi Carrell auch im Zusammenhang mit dem iranischen Ayatollah Khomeini ein paar schwierige Wochen und Monate, weil man drohte Rudi Carrell den Tod an, weil er in einer seiner Sendungen Witze über Ayatollah Khomeini machte, und das kam nicht gut an im Iran. Und ja, wie gesagt, er musste mit Morddrohungen leben, aber das gehörte offensichtlich dazu, und ja, dem guten Mann ist ja nie was passiert. Aber diese Sendung war so toll, wir haben sie geliebt. Ein Klassiker aus den späten 60er, frühen 70er Jahren wurde mir im dritten Programm mal näher gebracht, und da bin ich drauf aufmerksam geworden, nämlich die Serie Salto Mortale. In der ging es um einen Zirkus, eine Zirkusfamilie, eine Artistenfamilie, die dort durch die Lande zog, und das waren Trapezkünstler, die dort waren. Sie waren auch prominent besetzt, und als Familienoberhaupt war dort zu sehen Gustav Knuth. Dann waren dort noch als Söhne Helmut Lange zu sehen. Helmut Bäumler war dort zu sehen, der normalerweise bekannt dafür war, für sein Eiskunstlaufen. Und der Schauspieler Horst Jansson. Diese waren als Söhne von Gustav Knuth zu sehen, und wie gesagt, man war als Trapezkünstler dort unterwegs, und das gab halt viele, viele Abenteuer in einem Zirkus. Und wie der Name Salto Mortale schon sagt, hier wurden auch gefährliche Zirkusartistiken durchgeführt, und das ist aber immer glimpflich ausgegangen und war sehr unterhaltsam, und ja, war eine super kultige, klassische Serie. Eine super lustige Sketch-Serie gab es dann in der ARD mit Dieter Krebs, Beatrice Richter und Iris Berben. Es war SketchUp. Hier waren ein Feuerwerk von vielen verschiedenen Sketchen zu sehen, mit Dieter Krebs und Beatrice Richter am Anfang, später dann mit Dieter Krebs und Iris Berben. Und diese Sketche waren einfach super. Teilweise hat man sie sich dann auch gemerkt und hat sie am nächsten Tag in der Schule nochmal vorgespielt und durchexerziert. Es war die reinste Pracht. Und die besten Sketche waren natürlich die, in denen Dieter Krebs irgendeine dicke Brille trug und dadurch sehr verunstaltet war, oder vielleicht sogar noch ein paar künstliche Zähne, sodass er halt wie ein Vollhonk aussah, und man hat sich darüber so beömmelt, es war einfach klasse.
Eine weitere lustige amerikanische Detektivserie war Simon & Simon. Hier ging es um ein ungleiches Brüderpaar, das eine Detektei betrieb. Und ja, wie schon gesagt, da gab es einige kuriose Situationen und diese unterschiedlichen Typen, der eine Anzugträger und immer korrekt, der andere war mehr so der Cowboy-Typ und etwas hau drauf eingestellt. Und ja, die beiden erlebten halt ihre Abenteuer als Detektive und das hat man gern gesehen. Und die Titelmelodie war auch Kult und wir haben sie geliebt. Eine kultige Serie im ZDF war dann die Kurzserie Shogun mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle und er war hier ein niederländischer Seefahrer, der an der Küste Japans strandete, dort gefangen genommen wurde und dann allerdings mit der japanischen Kultur in Kontakt kam, sich dort die Gunst eines großen Fürsten sozusagen erwarb und sich dann auch in eine Japanerin verliebte. Das war, glaube ich, in Form eines Vierteilers dann zu sehen. Und ja, das hatte man dadurch, dass das die Eltern gesehen haben, dann auch mit angesehen. Und das war natürlich teilweise sehr romantisch und hatte natürlich auch seine unterhaltsamen Momente, wenn dort halt die japanische Kultur sehr hervorgehoben wurde. Und ja, Shogun mit Richard Chamberlain, gern gesehen. Kommen wir nun zu einer deutschen Krimiserie im ZDF-Vorabendprogramm und zwar Soko 5113. In den ersten Folgen dieser Serie waren natürlich auch sehr bekannte Schauspieler dort zu sehen, wie zum Beispiel auch Dieter Krebs oder Bernd Herzsprung. Im Laufe der Jahre änderte sich dann die Besetzung, aber diese Urbesetzung in dieser Sonderkommission 5113 haben wir geliebt, unter Kommissar Göttmann und mit seinen Mannen. Es war einfach super, auch anfänglich dann auch mit einer einzigen Frau in der Mannschaft mit drin und die dann später sich dann mit dem einen Mitarbeiter verheiratete. Also da gab es dann intern auch noch einige Verwicklungen und ja, das war doch auch mal menschlich, insbesondere auch die Art und Weise, wie dann halt der ein oder andere aus dieser Serie ausschied, wie zum Beispiel Dieter Krebs, der dann ja recht verwerflich irgendwie Drogengeld sich unter den Nagel riss und damit dann einfach ja, sich aus dem Staub machte und auswanderte, um irgendwo mit diesem Geld ein neues Leben zu beginnen, ohne dass man ihm irgendwas ans Zeug flicken konnte, war einfach kultig und ja, Soko 5113, auch eine sehr, sehr langlebige deutsche Krimiserie. Eine deutsche Krimiserie, von der ihr wahrscheinlich noch nicht so viel gehört habt, war Sonne, Wein und harte Nüsse. Die war wiederum zu sehen im Vorabendprogramm der ARD und in der Hauptrolle war Erik Ode. Erik Ode, den man aus der Serie Der Kommissar kannte. Und hier spielte er ebenfalls einen Kommissar, allerdings einen Kommissar in Ruhestand, der sich in Südfrankreich zur Ruhe gesetzt hatte, um dort sein Pensionsdasein zu fristen. Aber als altgedienter Kommissar konnte er halt nicht aus seiner Haut und wurde immer wieder in kleine Kriminalfälle verwickelt und die löste er dann halt zusammen mit dem örtlichen Polizisten und ja, das war sehr kultig mit anzusehen, zumal man ja wie gesagt Erik Ode als Kommissar in seiner eigenen Serie kannte und das dann noch vor der Kulisse von Südfrankreich, also es war einfach toll. Eine Krimiserie aus Sat.1 aus den 80er Jahren habe ich auch sehr, sehr geliebt und ich würde sie heute gerne nochmal wiedersehen, aber sie ist in Deutschland seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr gesendet worden und auch auf DVD ist diese Serie ums Verrecken nicht zu bekommen. Und zwar handelt es sich um die Serie Spencer. Spencer in der Hauptrolle Robert Urich als Detektiv Spencer und
Das ist eine so tolle Serie gewesen im Zusammenspiel mit seinem besten Freund Hawk, der ja sehr legendär immer mit seiner 44er Magnum auftauchte, aber auch so cool auftrat, immer mit Sonnenbrille auf und adrett gekleidet. Dieser Hawk war einfach spitze. Und dazu noch halt, wie gesagt, Robert Urich als Spencer, als Detektiv in Boston, würde ich sagen. Ja, er war Detektiv in Boston. Er fuhr auch ein sehr kultiges Fahrzeug, einen schwarzen Ford Mustang. Den fand ich auch sehr toll. Und wie gesagt, ich würde diese Serie sehr, sehr gerne wiedersehen, denn ich habe sie geliebt. Und apropos cooles Fahrzeug, in der Serie Starsky und Hutch aus den 70er Jahren gab es auch ein sehr, sehr kultiges Dienstfahrzeug, und zwar einen knallroten Ford Gran Torino mit weißem Streifen. Und dieses Fahrzeug war auch ständig im Action-Einsatz. Und so ein Polizeifahrzeug hatten wir bis dato noch nicht gesehen. So ein PS-getuntes Teil, und die beiden Hauptakteure Starsky und Hutch mit flotten Sprüchen auf den Lippen. Ich würde hier auch fast sagen, dass hier Rainer Brandt seine Hand im Spiel hatte, und super synchronisiert und eine actiongeladene Serie. Einfach toll. Ein weiteres cooles Fahrzeug war auch in der Sat.1-Serie in den 80er Jahren zu sehen, und zwar in der Serie Stingray. Dieses coole Fahrzeug war natürlich eine Corvette Stingray, und sie wurde gefahren von einem mysteriösen Mann, der sich Ray nannte, und er nahm Aufträge von Privatpersonen an und war allerdings nicht an Bezahlung interessiert, also nicht an Geld oder so, sondern alles, was er von seinen Auftraggebern einforderte, war: irgendwann werde ich zu dir kommen und von dir einen Gefallen einfordern, und was auch immer es sein mag, du musst es dann tun. Diese Prämisse war in jedem Fall immer für ihn prägend, und er hat, wie gesagt, nicht für Geld gearbeitet, sondern nur gegen Gefallen. Und ja, die meisten haben sich darauf eingelassen und waren dann natürlich im Nachhinein ganz aufgeregt, was dann in Zukunft für Gefallen auf sie warten werden. Es war dann auch in fast jeder Folge zu sehen, wie Ray mit seinem Stingray unterwegs war und von seinen ehemaligen Klienten dann halt Gefallen einforderte, die letztendlich manchmal gar nicht so weltbewegend waren. Er machte sich dann einfach nur die Eigenschaften oder die Berufe dieser Leute dann zunutze. Wenn sie zum Beispiel in einem Labor arbeiteten, mussten sie halt für ihn Dinge analysieren, oder wenn sie halt in einer Behörde arbeiteten, da mussten sie ihm halt irgendwelche Genehmigungen erteilen oder irgendwelche Ausweise ausstellen. Also es war jetzt nichts Weltbewegendes, wo es für diese Leute um Leben oder Tod ging, aber dadurch wurde halt sein Weiterwirken gesichert sein, und ja, der ein oder andere Klient hat sogar versucht, seine wahre Identität zu entlüften, aber es war unmöglich, weil man hat versucht, über das Kennzeichen des Fahrzeuges rauszukriegen, auf wen es zugelassen ist. Da kam dann überraschenderweise heraus, das Fahrzeug war auf den amerikanischen Präsidenten zugelassen, oder in einer Villa, in der er lebte, auf wen halt dieses Haus zugelassen war. Das war dann auf irgendeine ausländische Botschaft zugelassen. Also es war sehr kurios, diesen Mann wirklich zu fangen bzw. auch überhaupt zu greifen. Er war der mysteriöse Ray in seiner Corvette Stingray. Einfach toll. Eine klassische Serie aus den 60er Jahren habe ich im dritten Programm gesehen, und zwar die Serie Time Tunnel. Diese Science-Fiction-Serie handelte, wie der Titel schon sagt, von einem Zeittunnel, einer Erfindung, die gemacht wurde und im Besitz des amerikanischen Militärs war. Hier wurden Versuche mit diesem Zeittunnel gemacht, und zwei Wissenschaftler reisten damit durch die Zeit. Sie tauchten auf der Titanic, bei Genghis Khan oder bei anderen Historikern, Figuren oder Ereignissen, und das war immer sehr spannend zu sehen, wie diese beiden halt in diesen Situationen klarkamen, und sie mussten natürlich immer zusehen, dass das, was dort gerade passierte, durch ihr Wirken nicht verhindert wurde, weil dann hätten sie die Vergangenheit verändert, und das hätte fatale Folgen gehabt. Darauf mussten sie immer achten, und ja, also mir hat diese Serie sehr viel Spaß gemacht.
Auf Sat 1 war dann eine Polizeiserie zu sehen, in der man William Shatner sah, in einer ja für uns ungewöhnlichen Situation, denn man kannte William Shatner nur als Captain Kirk auf der Enterprise. Hier war er allerdings zu sehen als T.J. Hooker. Er war ein normaler Streifenpolizist und Ausbilder auf der Police Academy in Los Angeles und war hier mit seinem Partner unterwegs, einem jungen Kollegen, dem er sozusagen das Polizeidasein näher brachte und ihn ausbildete. Und ja, nebenbei halt einige Kriminalfälle aufzulösen hatte. Und das war, wie gesagt, sehr spannend zu sehen, zumal, wie gesagt, William Shatner sonst nur als Captain Kirk bekannt war. Im ZDF sahen wir auch die kultige Serie der 80er Jahre Trio mit vier Fäusten. Hier ging es um ein Detektivbüro und hier waren drei junge Männer als Detektive unterwegs, die sich aus dem Vietnamkrieg kannten und es waren zwei, ja, ich sag mal, kernige Männer, die halt sich auch mal zu wehren wussten und einem Nerd an ihrer Seite, der halt eher der Denker war und der wissenschaftliche Typ, der halt mehr so für die Logik zuständig war. Aber diese drei meisterten ihre Aufgaben als Detektive halt sehr, sehr bravourös und auch hier war ähnlich wie bei Magnum ein Hubschrauber mit im Spiel, der hier auch ab und zu geflogen wurde, um halt in den Fällen weiterzukommen und ja, das war eine actiongeladene Serie, super. Auf Sat 1 war auch die 60er Jahre Science-Fiction-Serie UFO zu sehen. Hier hatte man es mit einer Station zu tun, die damit beauftragt war, Eindringlinge vom Mars zu orten und auch abzuwehren und das passierte in dieser Serie auch sehr oft und ja, man war halt sehr angetan, als man dann halt auch mal diese Marsianer gesehen hat, mit ihrer vermeintlich grünen Haut. Und diese Science-Fiction-Serie der 60er Jahre nutzte auch sehr die, ja, ich sag mal, 60er Jahre Mode aus, um dieses außergewöhnliche Erscheinungsbild von den Erdwissenschaftlern oder Technikern zu zeigen. Man hatte sich auch die Mühe gemacht, extra futuristische Autos gebaut, die auch wirklich funktioniert hatten und Fahrzeuge, die im Weltraum flogen, Fahrzeuge, die unter Wasser fuhren und natürlich auch auf der Mondstation gab es einige Fahrzeuge, die dort unterwegs waren. Das war sehr, sehr interessant zu sehen, wie man sich in den 60er Jahren die Zukunft in England, wie wohl bemerkt, vorgestellt hat. Eine weitere Science-Fiction-Serie, allerdings aus den 80er Jahren, auf Sat 1 war V. Einfach nur der Buchstabe V. Und dieses V stand eigentlich für Victory, das Victory-Zeichen, das man mit den Fingern machen würde, weil es kam zu einer Invasion von Außerirdischen auf der Erde, die am Anfang den Eindruck erweckten, sie würden in Frieden kommen und würden der Menschheit in ihrem Entstehen oder Fortbestehen weiterhelfen und entwicklungstechnisch aus technischer Sicht weiterhelfen können. Und das war am Anfang alles sehr verlockend für die Menschen. Später stellte sich allerdings heraus, dass hinter den vermeintlichen Außerirdischen, die merkwürdigerweise selbst aussahen wie Menschen von der Erde, dann doch letztendlich Echsenkreaturen waren, die eigentlich die Erde übernehmen wollten. Und kaum, dass das halt enthüllt wurde, war man natürlich darauf bedacht, diese Invasion abzuwehren und eine Untergrundorganisation bildete sich, um diese Außerirdischen zu bekämpfen. Und Zeichen dieser Untergrundorganisation war halt das V. Und das war sehr, sehr spannend mit anzusehen, wie hier die Außerirdischen bekämpft wurden. Eine sehr irdische Serie war in den 70er Jahren Vegas mit Robert Urich in der Hauptrolle als Dan Tanner, ein Detektiv in Las Vegas. Auch hier ein super Fahrzeug, das er fuhr, ein Ford Thunderbird, ein Klassiker aus den 60er Jahren, wenn nicht sogar 50er Jahren. Es war ein sehr schickes Fahrzeug und der Mann war auch ständig
auf Achse. Er hatte sehr viele Aufträge. Tony Curtis kam hier auch vor als teilweise Auftraggeber von Dan Tanner. Und hier kam auch schon so oder noch ein bisschen so das Gehabe von Tony Curtis durch, dass man aus der Serie die zwei kannte. Und ja, das war witzig mit anzusehen. Und wie gesagt, Robert Urich in diesem Ford einfach cool. Eine weitere Serie aus den 60er Jahren auf Sat 1 war der Klassiker Verliebt in eine Hexe. In dieser Serie sahen wir halt eine Hexe, die versuchte in den 60er Jahren ein normales Familienleben zu führen mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter Tabata. Und das war nicht immer möglich, denn ja, es war doch in manchen Situationen des Alltags nötig, doch mal zu zaubern. Und das hatte ihr Ehemann ihr eigentlich verboten, hier im Alltag ihre Zauberei zum Vorschein kommen zu lassen, was wiederum die Mutter dieser Hexe nicht so ganz verstand und andauernd dazwischen funkte und für lustige Situationen sorgte. Also das war eine sehr lustige Comedy-Serie aus den 60er Jahren. Verliebt in eine Hexe. Wir biegen jetzt so langsam in die Zielgerade ein. Vier Sendungen habe ich hier noch auf meiner Liste zu stehen und die erste davon ist noch Was bin ich? Mit Robert Lemke. Das lustige Beruferaten. Und hier ging es darum, dass ein Kandidat auf die Bühne kam und ein Rateteam aus vier oder fünf Köpfen sozusagen bestehend dann raten musste, welchen Beruf diese Person ausübte. Es wurden natürlich nur Fragen gestellt, die man mit Ja oder Nein beantworten konnte. Wenn die Frage mit Ja beantwortet wurde, durfte der Ratende weiterraten. Kam es zu einem Nein, bekam der Kandidat ein 5-Mark-Stück in sein Schweinchen gesteckt, in sein Sparschweinchen, das er sich am Anfang aussuchen durfte. Und der nächste Rater aus dem Rateteam war mit seiner Fragerei an der Reihe. Wenn es am Ende nach 10 Nein-Antworten nicht erraten wurde, wurde aufgelöst und der Kandidat durfte den Inhalt seines Sparschweinchens behalten. Am Ende kam auch immer noch ein Prominenter zum Vorschein. Da wurde dann dem Rateteam die Augen verbunden und das Rateteam musste raten, wer dort jetzt als Prominenter auf dem Stuhl saß. Das war teilweise recht unterhaltend. Die nächste Sendung, die man dann doch als große Samstagabendshow wieder bezeichnen möchte und die ja einen sehr, sehr kultigen Charakter sich dann erarbeitet hat, war Wetten, dass. Seinerzeit in den 80er Jahren eingeführt von Frank Elstner, war sie halt ein Novum im deutschen Fernsehen. Hier wurden Wetten mit Baumaschinen oder mit klugen Leuten angeboten und sowas hatte man im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen. Prominente mussten als Wettpaten herhalten. Die Moderatoren wechselten dann später im Laufe der Jahre. Es kam Thomas Gottschalk, es kam Wolfgang Lippert, es kam wieder Thomas Gottschalk und dann am Ende Markus Lanz. Die letzten beiden Punkte auf meiner Liste kann man gegebenenfalls doch miteinander verbinden, weil die eine Position ist Winnetou-Filme. Ich habe Winnetou-Filme gesehen, geliebt und geradezu gesuchtet. Es gab ja etliche Winnetou 1 bis 3. Es gab dann noch die Old Shatterhand-Filme, es gab die Old Shoehand-Filme, es gab den Schatz im Silbersee und es gab Old Firehand-Filme. Also es gab etliche Filme, in denen Winnetou mit vorkam und alles basierend auf den Romanen von Karl May. Und warum ich gesagt habe, dass es mit dem zweiten Punkt verbunden werden konnte, nämlich war in den 80er Jahren, insbesondere im Sommer, sehr beliebt beim ZDF, den ZDF-Wunschfilm zu senden. Das heißt, als Zuschauer konnte man telefonisch sich zwischen drei verschiedenen Filmen aussuchen, welchen Film man an dem kommenden Samstag dann sehen mochte. Und da waren auch das ein oder andere Mal Winnetou-Filme zur Auswahl stehend, zusammen mit Filmen, die ich hier schon in dieser Aufzählung nannte. Zum Beispiel Heinz Erhardt-Filme oder, was ich noch gar nicht erwähnt hatte, Louis de Funès-Filme. Diese Filme von Edgar Wallace waren zu sehen. Und das waren Filme, die man sehr, sehr gerne gesehen hat. Man hatte insbesondere jede Woche einen Favoriten und hatte gehofft, dass der dann gewählt werden würde.
Und das war zu, na, ich sag mal, zu 95% oft der Fall, dass mein Favorit gewählt wurde. Aber das ein oder andere Mal wurde er halt nicht gewählt, was ich dann halt immer sehr schade fand, weil ich mich eigentlich schon im Vorfeld darauf gefreut hatte. Aber das hat man dann halt hingenommen, wenn halt nicht der eigene Wunschfilm gewählt wurde. Und ja, somit möchte ich hier meine Aufzählung beenden. Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr mir durch diese 4 Folgen treu gefolgt seid und möchte mich jetzt verabschieden mit meinen Worten. Bye bye, Butterfly.